Vollkorn, ist Vollkorn wirklich so gesund? Darum geht es in diesem Video. Wir können hier auf 100 Jahre Erfahrung mit Vollkorn zurückblicken und als die neuen Verfahren auf den Markt kamen, also hier die Randschichten von den Getreide zu entfernen, wurde das erstmal sehr, sehr begrüßt, weil also weißer Reis, Toastbrot, Weißbrot, das liefert viel, viel schneller eben hier Energie. Die Substanzen gehen viel, viel schneller ins Blut, hat aber auch den Nachteil natürlich, dass der Insulinspiegel eben sehr, sehr schnell hochsteigt. Man hat eben festgestellt, dass damit eben auch ein nicht erwünschter, ungünstiger Beitrag zur Gesundheit der Bauchspeicheldrüse erzielt wird. Die wird also ständig mehr gefordert und dazu trägt auch bei diese neuen Verfahren, wo man eben Korn viel, viel feiner mahlen konnte. So ein Mehl, so ein hochfein gemahlenes Mehl, ist hochexplosiv. Das kann explodieren, wenn wir das in die Luft pusten und da eine Flamme dran halten. Und so ähnlich, also diese gesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit, das spielt sich eben auch in unserem Stoffwechsel ab, im Zusammenhang mit der Bauchspeicheldrüse. Also hier empfehle ich, wer die Möglichkeit hat, Mehle zu verwenden, die nicht so fein gemahlen werden oder am besten natürlich eine eigene Getreidemühle. Das ist also Punkt 1 im Thema Vollkorn. Punkt 2, durch diese industriellen Methoden verschwanden auch viele Vitalstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralien und andere wunderbare Dinge, sekundäre Pflanzenstoffe, weil die nun mal verstärkt in der Schale enthalten sind. Das führte eben dazu, dass also hier aufgrund dieser Erfahrungen einerseits mit den industrialisierten Mehlen und andererseits mit den behandelten Mehlen ohne Randschicht führte zu einer Gegenbewegung und das heißt, das war das Zeitalter der Vollkornpäpste. Das ging allerdings nicht immer so gut. Warum? Nun, keine Pflanze, kein Tier, nichts, was lebt, möchte gerne gefressen werden. Mit Ausnahme, ja, was möchte gerne gefressen werden? Das gibt Früchte, die einen Kern enthalten, der normalerweise nicht mitverzehrt wird. Die freuen sich, wenn hier eben andere Lebewesen die Frucht verzehren. Dafür beglücken sie diese mit wertvollen Inhaltsstoffen. Die Gegenleistung, die zu erbringen ist, diesen Samen, diesen Kern, bitteschön irgendwo im Wald hinterlassen und mit dem Stuhl liefern wir dann auch wunderbare Nährstoffe. So, das ist also eine Win-Win-Situation und deswegen können wir davon ausgehen, auch wenn wir diese Win-Win-Situation heute von unserer Seite nicht mehr erfüllen, dass also solche Früchte für uns auch besonders gesund sind. Alles andere wird, wie gesagt, will nicht gefressen werden, hat Abwehrstoffe und die haben es in sich. Die können wichtige Verdauungsenzyme in unserem Darm blockieren zum Beispiel. Die können uns regelrecht krank machen, die können uns sogar töten, wenn wir davon zu viel verzehren. Und das wussten natürlich auch unsere Vorfahren und die haben daher Verfahren entwickelt, um diese Toxine, diese Gifte abzubauen. Dazu gehört zum Beispiel die Sauerteigführung. Das heißt also, so ein Brot braucht Zuwendung, braucht Liebe. Nicht umsonst sage ich immer Liebe, Lebe, Lache. Ein Thema auch in diesem Zusammenhang Gluten, also so immer mehr Glutenunverträglichkeiten. Da gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens natürlich, die Därme werden immer belasteter, immer empfindlicher. Das liegt natürlich auch daran, dass diese Abwehrstoffe im Vollkorn unseren Darm ganz enorm belasten, dass die Därme dadurch ständig chronisch gereizt werden. Zum anderen liegt das aber auch an einem Punkt, der oft verschwiegen wird. Man redet nur über Gluten. Es wurden aber Substanzen entdeckt, die weit, weit gefährlicher sind als das Gluten.
Gluten, ATI, spannendes Thema. Auf jeden Fall ist heute schon bekannt unter Insidern, dass diese gezüchteten Getreidesorten, die hier wesentlich widerstandsfähiger sind gegenüber Fressfeinden, dass die natürlich auch umso toxischere Substanzen erzeugen. Auch hier neue Abwehrstoffe, die dort regelrecht herangezüchtet werden. Das ist das Thema hinter Gluten. Da wird kaum drüber geredet, wie gesagt. Was kann man tun? Hafer. In Skandinavien gilt Hafer als glutenfrei. Hafer ist also eine wunderbare Quelle. Porridge zum Beispiel hat schon sehr, sehr lange unsere Zivilisation begleitet. Das ist eine wunderbare Quelle, wo man dieses Gluten-Thema vermeiden kann. Wie gesagt, die Sauerteigführung oder eben einfach mehr wieder ursprüngliche Getreidesorten. Ne? Also Dinkel, Kamut, Einkorn, das hat alles seinen Preis und kann trotzdem wesentlich günstiger sein. Warum? Weil diese ursprünglichen Getreidesorten natürlich viel, viel wertvoller sind. Wir brauchen einfach, um uns darüber mit Vitalstoffen zu versorgen, auch weniger davon. Also lieber ein Brötchen oder ein Brot zu verzehren mit einer wunderbar hohen Qualität oder eben Haferporridge oder Hafergerichte. Also bitte, wenn euch das gefallen hat, wenn ich euch Anregungen geben konnte, abonniert meinen Kanal. Es ist eigentlich euer Kanal. Das ist euer Kanal und ihr könnt viel dazu beitragen, dass dieser Kanal wächst, dass weitere spannende Themen dazu kommen. Wie immer, abonnieren, Kommentare schreiben und nicht vergessen, lebe, liebe, lachen.